Das Tagesgespräch bei Phoenix mit Gregor Gysi, dem außenpolitischen Sprecher der Fraktion Die Linke im Bundestag. Grüße Sie ganz herzlich in Berlin im Homeoffice, oder? Guten Tag, Herr Kolle. Ja, ungefähr. Ja, sehr schön. Also fangen wir mal so an. Wahrscheinlich haben Sie jetzt durch die Tatsache, dass Joe Biden Präsident ist, weniger Potenzial, sich aufzuregen, oder? Auf jeden Fall. Das Wichtigste finde ich die andere Kultur, auch die andere Gesprächskultur. Das heißt, er wird auch mit anderen Staatsoberhäuptern oder anderen Vertreterinnen und Vertretern aus den verschiedenen Gesellschaften anders umgehen, als das Trump gemacht hat. Der erinnert ja immer an so einen verwöhnten, aber gleichzeitig auch mit wenig Selbstbewusstsein ausgestatteten Jungen, dem man immer einen Psychologen gewünscht hat. Aber man hat dem amerikanischen Volk nicht gewünscht, dass es ihr Präsident ist. Aber so war es nun mal. Das haben die Amerikaner so gewählt. Jetzt haben sie Joe Biden gewählt, auch wenn es knapp war. Egal, er ist es jetzt. Viele sagen, jetzt wird es langweiliger, aber verlässlicher. Was sagen Sie? Wie wird es jetzt? Also ich finde ja Verlässlichkeit nicht langweilig. Ich finde, das sind keine Vokabeln, die zusammenpassen. Das Wichtigste ist natürlich auch, wie ist sein Verhältnis zu den anderen NATO-Staaten? Wird er weiter darauf drängen, dass wir immer mehr aufrüsten? Oder kann man ihn vielleicht davon überzeugen, dass wenn wir mehr aufrüsten, auch alle anderen Länder mehr aufrüsten, dass man vielleicht einen anderen Weg gehen muss? Ich freue mich zum Beispiel, dass das Abkommen mit Russland über die Begrenzung der Atomraketen etc. wieder in Kraft getreten wurde durch Putin und ihn. Das haben sie sehr schnell vereinbart. Und ich hoffe, dass das seine Herangehensweise sein wird. Das Zweite, was ich hoffe, ist, dass er erkennt, dass es lauter Menschheitsprobleme gibt. Ob ich die soziale Frage nehme oder die ökologische Nachhaltigkeit. Das heißt, wir müssen auch mit der sogenannten Dritten Welt ganz anders umgehen. Ja, letztlich hat er gesagt, er will Härte gegenüber China und Russland zeigen. Ich weiß noch nicht, was er meint. Er hat ja dann auch wieder gesagt, Zusammenarbeit mit China. Ich hoffe, dass sich das Verhältnis verbessert. Ich habe, wenn ich etwas von der Sozialdemokratie gelernt habe, dann war es die Politik des Wandels durch Annäherung. Also die DDR hat sich durch die Annäherung sehr verändert. Die Sowjetunion hat damals sogar Sacharow rausgelassen. Auch in China gab es dann Ergebnisse etc. Also wenn das seine Linie wird, und ich hoffe auch die viele anderer Länder, dann könnten wir vielleicht auch Veränderungen in Russland erreichen. Also statt Sanktionen und immer mehr Härte zeigen, lieber Wandel durch Annäherung. Also die, sagen wir mal, Merkel-Linie? Ja, die Merkel war immer unentschlossen. Sie wusste immer nicht. Sie wollte das eine und das andere. Sie hat versucht, bei der Ukraine zu vermitteln. Gleichzeitig war sie immer sehr für Sanktionen. Aber ich habe festgestellt, Sanktionen führen nur dazu, dass sich die Länder einbunkern. Sie reagieren ja nicht darauf, indem sie das abschaffen, was man gerade kritisiert, sondern das hat eigentlich eine Gegenreaktion. Während Wandel durch Annäherung ist viel besser. Man sagt, na gut, wir könnten die Sanktionen aufheben, aber ihr müsst uns auch ein Stück entgegenkommen und so weiter. Und wenn man das dann diplomatisch macht, kann man auch das eine oder andere hinbekommen. Ich bin ja auch mit vielen Dingen in Russland und in China unzufrieden. Aber ich merke, man erreicht keine Änderung, indem man nur Härte zeigt. Dann werden die nur bockiger, kann ich mal sagen. Um ja, schönes, in der Schule zu bleiben. Schönes Wort. Da sind wir jetzt automatisch schon, obwohl ich später dazu kommen wollte, bei Nord Stream 2 und wir sind bei Nawalny und das Gebaren der russischen Regierung. Was haben Sie da für eine Haltung? Was sagen Sie, was da jetzt vor sich geht in Sachen Nawalny? Wie läuft das aus Ihrer Sicht? Also ich halte das für völlig falsch. Nachdem er nach einem Mordversuch zurückkehrt, ihn als erstes einzusperren, und dann die Bewährung zu widerrufen. Dabei ist ja das Gericht noch sogar über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinausgegangen. Das halte ich für falsch. Und ich kann nur hoffen, dass ein höheres Gericht das korrigiert. Und vor allen Dingen, natürlich hat man den Eindruck, sie wollen nur, dass er sich nicht mehr öffentlich äußert. Er darf natürlich auch nicht Beschuldigungen aussprechen, die er gar nicht belegen kann. Das ist wieder was anderes. Ich merke, wie sich das dort zuspitzt. Hier wäre eben wieder Diplomatie angesagt. Wir schicken dann unseren Botschafter in die Gerichtsverhandlung. Andere Länder machen das auch. Aber dann habe ich ja die Reaktion des russischen Außenministeriums gelesen. Die war ja auch zum Teil sarkastisch etc. Dann halten die eben uns die Gelbwesten und vieles andere vor.
Und ich glaube auch, dass wir hier mehr Diplomatie brauchen. Da erreicht man vielleicht auch die Freiheit von Nawalny. Ich will natürlich, dass er sofort entlassen wird, auch die Demonstranten. Bloß bei den Demonstranten muss man natürlich Folgendes wissen. Die haben wegen der Pandemie die Demonstration verboten. Das war schon bevor Nawalny zurückkam. Und dann haben sich die Leute natürlich nicht daran gehalten. Und ich darf daran erinnern, wir in Deutschland haben auch Demonstrationen verboten, bis das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, nee, ganz so geht es nicht. Ihr könnt zwar Auflagen machen und so weiter und so weiter. Also diese Ausnahmesituation haben wir natürlich überall. Und wenn die Polizei so brutal vorgeht, verurteile ich das immer. Man hat seine Übermacht mit Schlagstöcken etc. nicht so auszunutzen, wie das dort geschehen ist, wie es allerdings auch in anderen Ländern geschieht. Also wenn Sie sagen, da muss man diplomatisch ran, das ist natürlich dann eine innenpolitische Angelegenheit, wie Polizei umgeht mit Verhaftungen, mit Demonstranten und dergleichen und welche Gesetzeslagen gelten. Aber wenn Sie sagen, Diplomatie gehört dann... Da haben Sie ja recht, gerade weil es eine innenpolitische Frage ist, müssen wir über Außenpolitik versuchen, etwas Einfluss auf die Innenpolitik zu bekommen. Das hat die Politik Wandel durch Annäherung ja geschafft. Sowohl in der DDR, was glauben Sie, was sich durch den Grundlagenvertrag und so weiter alles in der DDR geändert hat. Hätte es diese Diplomatie nicht gegeben, wäre es auch nicht zu diesen Veränderungen gekommen. Ja, das lassen wir mal so stehen. Wir haben ja beide unsere DDR-Vergangenheit, jeder auf seine Weise. Ja. Aber weil ich es gerade angesprochen hatte, da müssen wir dann auf Nord Stream 2 schon auch zu sprechen kommen. Gehört das zu einem diplomatischen Mittel oder sagen Sie, das ist ein Druck, der da aufgebaut wird, der darf gar nicht sein? Oder sagen Sie, Nord Stream 2 sollte überhaupt nicht laufen? Also das ist ja nun seit Jahren aufgebaut worden. Wir haben ja schon Milliarden ausgegeben für diese Erdgasleitung. Und vor allen Dingen, der Ersatz klingt ja auch so furchtbar, wenn wir das US-Gas nehmen, was ja die USA immer wollten, dann heißt das natürlich, dass wir ökologisch noch fragwürdigeres Erdgas bekommen. Die Behauptung, dass Deutschland von Russland hinsichtlich der Energie abhängig wird, ist nun eindeutig widerlegt worden. Selbst wenn das gar nicht funktioniert, sind wir nicht in der Energie abhängig. Aber es geht ja nicht nur um uns. Ich glaube, es geht noch um 11 weitere EU-Staaten, die ja auch das Erdgas darüber beziehen wollen. Und nachdem man so viel Geld ausgegeben hat, jetzt bei den letzten Metern zu sagen, nee, wir machen das nicht, das geht nicht. Da muss die Frau Merkel ein bisschen hart sein, sowohl gegenüber Macron, der ja auch gegen Nord Stream 2 ist, als auch gegenüber den USA. Vor allen Dingen kann man diesen Ländern immer nachweisen, soweit sie ein ökonomisches Interesse hatten, haben sie es immer durchgesetzt und auch auf Bedenken aus Deutschland keine Rücksicht genommen. Und jetzt muss das Ding vollendet werden, damit dann auch Ruhe herrscht diesbezüglich. Und dann sollte man vielleicht die Politik diesbezüglich stärker koordinieren, als das vorher der Fall war. Hoffen wir mal, dass man Ihnen dazu hört im Außenministerium und im Kanzleramt für diese Ideeneinreichung. Wir müssen mal noch ganz kurz zum Schluss reden über das, was da heute ansteht. Deutsch-Französischer Sicherheits- und Verteidigungsrat. Macron, Merkel unterhalten sich. Es geht um Rüstung im Grunde genommen, oder? Was erwarten Sie da? Naja, es geht um Rüstung und es geht auch um den Plan, wahrscheinlich eine europäische Armee aufzustellen. Ich weiß nicht, wieso die EU invasionsfähig werden muss. Ich möchte, dass wir wieder lernen, anders zu denken. Wissen Sie, was mich wirklich stört? Man hat nicht mitbekommen das Ende des Kalten Krieges und damit verbundene neue Aufgabenstellung. So sehr wie heute gab es selten Menschheitsfragen, die gelöst werden muss. Und militärisch kriegt man sie nicht gelöst. Was mich stört, und ich hoffe, dass sich beide darüber verständigen könnten, ist, dass fast alle Regierungen nur noch militärisch denken. Sehen Sie mal, die Regierung von Aserbaidschan sagt, wir haben was geschafft, Bergkarabach, militärisch. Was sagt die Türkei? Wir müssen einmarschieren, auch völkerrechtswidrig in Syrien wegen der Kurden etc. Ich will jetzt gar nicht an die einzelnen Begründungen gehen, sondern ich will nur sagen, es wird so stark militärisch gedacht und eigentlich müssten Deutschland und Frankreich mal ein anderes Denken in den Vordergrund stellen und sagen, hört auf damit, wir müssen wieder zur Diplomatie, zur Politik zurückkehren, nicht alles militärisch lösen. Und insofern gefallen mir die Anfangssätze von Präsident Biden. Er hat es vielleicht nicht so gemeint, wie ich es jetzt interpretiere, aber man kann es eben so interpretieren. Tatsächlich zurück zur Politik, zurück zur Diplomatie. Da haben Sie jetzt meine Gedanken lesen können. Ich wollte es ähnlich sagen. Wir sind am Ausgangspunkt unseres Gesprächs zurück. Also steht uns jetzt mal eine ruhigere, großartigere Zukunft im westlichen Bündnis bevor, auch im Konzert der vielen großen Blöcke dieser Welt? Oder wird es weiter unruhig bleiben? Blick auf China zum Beispiel. Also, bitte Sie,
bin doch jetzt nicht wahnsinnig und gebe hier eine Prognose ab, die Sie mir dann in 3 Jahren widerlegen können. Aber ich sage mal Folgendes, es besteht zumindest Hoffnung, dass tatsächlich mehr Kultur und Diplomatie einzieht, dass wir vielleicht wirklich aufhören, nur militärisch zu denken, dass die anderen Gebiete wieder eine andere Bedeutung bekommen, als sie die vorher hatten. Die Hoffnung will ich nicht aufgeben. Allerdings muss ich einschränkend dazu sagen, ich bin ein Zweckoptimist. Und deshalb versuche ich immer auch die Zukunft optimistischer zu sehen, als sie dann vielleicht kommt. Dann freuen wir uns über diesen Zweckoptimismus. Teilen wir. Und ich sage Dankeschön fürs Gespräch. Danke nach Berlin, Gregor Gysi. Wünsche Ihnen auch alles Gute. Tschüss.